Aktivisten der Umweltgruppe Letzte Generation haben am Donnerstag mehrere Zufahrten zu Gebäuden des Deutschen Bundestages in Berlin blockiert. Damit wollten sie gegen die ihrer Meinung nach unzureichende Klimapolitik der Bundesregierung protestieren. Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aktion sprachen vor dem Reichstagsgebäude ankommende Politiker an. Unter anderem auch Unionsfraktionschef Friedrich Merz. Tatsächlich ist es schaffen, dass wir nicht die letzte Generation sind, sondern es losgeht. Was tun Sie? Guten Morgen. Was tun Sie, damit wir nicht die verfassungswidrige Klimapolitik bekommen? Hallo. Ja, haben Sie darauf eine Antwort? Raus mit Ihnen. Haben Sie darauf eine Antwort? Hallo. Ja, aber der Herr ist Oppositionsführer und es wird dann die Verfassung. Raus hier. Raus. Herr muss ich nicht spannend. Raus, ja. Auch Innenministerin Nancy Faeser von der SPD und der CDU-Politiker Wolfgang Schäuble reagierten bei ihrer Ankunft nicht auf den Versuch der Aktivisten, sie zu einem Gespräch zu bewegen. Die Klimaschützer blockieren seit Mitte Juni regelmäßig Berliner Straßen, um auf ihre Forderungen nach einem Tempolimit und einem günstigen Nahverkehrsticket aufmerksam zu machen.